Was machst du denn hier? Was machst du hier? Das brennt dir die letzten Hirnzellen auch noch weg, weißt du? Jo, servus und wieder ganz herzlich willkommen auf dem Marcel Herzog Kanal, dem Kanal, auf dem die Qualität zu Hause ist. Die Qualität wird heute aber nochmal um einiges nach oben getrieben, weil wir reagieren nämlich auf ein Video, Online-Dating-Video eines öffentlich-rechtlichen Kanals, eines Funkkanals, ja, und ihr wisst, wir haben die Chance hier in diesem wunderbaren freien Land Demokratieabgaben hier vorzunehmen. Das heißt, wir können mit unserem Geld, was keine Steuer ist in dem Fall, aber eine Demokratieabgabe, ja, um hier qualitativ hochwertige öffentlich-rechtliche Sender, aber auch Funkkanäle, aber auch Radiosender, alles Mögliche, ja, wir blenden das mal ein, wie viele das sind, ja, Marc, bitte, zu unterstützen, um qualitativ hochwertige, keine Meinung, natürlich ausgewogene Berichterstattung konsumieren zu dürfen. Und wir haben die Chance, den allergrößten öffentlich-rechtlichen Haushalt zu sponsern, ja, den größten, ja, weltweit, ja, weltweit den allergrößten. Und deswegen konnte ich es nicht lassen und hier einfach mal einen dieser Funkkanäle, die alle mehr oder weniger das gleiche sind. Es wird ja gecopy-paste, aber wir haben ja trotzdem tausende davon gefühlt. Dachte ich mir, wir schauen einfach mal rein, was so der Öffentlich-Rechtliche zum Thema Dating sagt. Insbesondere natürlich das Online-Dating ist ja hier ein ganz wichtiges Thema. Und hier geht es auch um die, ja, um diese Pandemie-Themen, aber das ist eigentlich nur nebenbei. Wir schauen einfach mal rein und geben unseren natürlich nicht so ganz qualifizierten Senf dazu im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich die Weisheit hier gepachtet haben. Hallo, Psychologik ist zurück aus der etwas verspäteten Sommerpause und ich habe mal direkt eine Frage an euch. Wer von euch ist auf Dating-Apps wie Tinder, Lovoo, Bumble und Co. aktiv und hat schon Erfahrung mit Online-Dating gemacht? Ich weiß noch, als ich 2013 mein erstes Date mit jemandem hatte, den ich online kennengelernt habe, war Online-Dating noch was total Exotisches und ich zitiere meine Freundin. 2013 hatte sie ihr erstes Date, das ist 9 Jahre her, okay. Ja, die wird so alt sein wie ich, schätze ich mal. Nur was für Leute, die im echten Leben niemanden abbekommen. Danke dafür. Mittlerweile sind knapp die Hälfte aller Singles in Deutschland auf Tinder, Parship und Co. unterwegs. Die einen sind nur so auf unverbindliche Flirt, Sex oder einfach eine schöne Zeit aus. Die anderen sind auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Und tatsächlich... Nein. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf Partnersuche. Das sind ja auch ja die ganz neuen News, Leute. Haltet euch fest. Wir haben 2011, also noch bevor es Tinder und Co. überhaupt gab, schon knapp 30% der Deutschen ihren Partner bzw. ihre Partnerin online kennengelernt. Heute dürften die Zahlen noch mal um einiges höher sein. Gerade jetzt, wo sich das Leben dank Corona eher zu Hause auf dem Sofa anstatt auf Partys, in Bars oder in Clubs abspielt, bieten solche Online-Apps natürlich eine tolle Möglichkeit, als Single jemanden kennenzulernen. Aber natürlich nur mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Im Herbst wird es wieder soweit sein. Ihr wisst Bescheid. Ja. Wir tragen Ganzkörperkondome, am besten 2 Masken drüber, nur für die Fälle der Fälle. Also, wenn man denn weiß wie. Ich habe mal geschaut, was die Wissenschaft zum Thema Online-Dating hergibt und euch 5 wissenschaftlich fundierte Tipps zusammengestellt, die euch dabei helfen können, online jemanden kennen und dann vielleicht auch lieben zu lernen, wer weiß. Schnell ein paar Infos über sich angeben, 1-2 Fotos hochladen, passt. Wenn man allerdings ernstere Absichten hat, als nur mal so zu gucken, was so in der Umgebung abgeht, dann sollte man sich definitiv ein paar Gedanken bei der Gestaltung seines Dating-Profils machen. Das sind ja hier die absoluten, das sind ja hier die absoluten Nuggets. Man soll sich hier etwa wirklich Gedanken darüber machen, wie man, als wenn es jetzt als nächstes noch sagt, dass das Profilbild wichtig ist, dann,
dann schnalle ich ja hier völlig ab. Aber was genau heißt denn das jetzt? Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ladet unbedingt ein Bild von euch. Das ist ja fast wie abgesprochen. Das ist ja Wahnsinn. Ladet ein. Leute, wir kriegen hier die absoluten News. Es ist ja, ich bin ja sprachlos. Da wäre ich ja im Traum nicht drauf gekommen, ein Profilbild in mein Dating-Profil hochzuladen. Da zahle ich ja die. Wir sind es mittlerweile 40 Euro, ja, Demokratieabgabe, ja, wahnsinnig gern, wenn ich solche Tipps hier bekomme. Hoch, auf dem ihr wirklich gut zu sehen seid. Auch noch gut zu sehen, ich werde verrückt. Und wir haben hier natürlich auch das absolut politisch super korrekte Profilbild, genau so wie es sein soll, ja, Gott sei Dank. Ja, haben wir hier keine weißen Menschen drauf, die ja vielleicht hier... Das überrascht jetzt wahrscheinlich keinen von euch, dass Profile mit einem oder mehreren Fotos einfach viel, viel häufiger kontaktiert und geliked werden als Profile ohne Fotos. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass Frauen... Ich bin völlig überrascht. Ich dachte immer, die inneren Werte zählen. Und jetzt kommt sowas, ja. Diese Farben lieben Männer an Frauen... Okay. Angeblich besonders attraktiv auf Männer wirken sollen, wenn sie etwas Rotes auf den Fotos tragen. Es gibt tatsächlich... Ja, also Rot kann man ja auch ganz einfach erklären, weil es ja auch eine Farbe ist, die in der Natur vorkommt. Ja, das Auge hat gelernt, Rot zu sehen. Die Pflanzen haben rote Früchte produziert, wo ja hier das Zeichen für die Reife ist. Ja, das heißt, es ist unterbewusst natürlich auch sofort ein krasser Impuls im Gehirn, weil natürlich die rote Frucht sofort einen gewissen Drang nach möchte ich haben auslöst. Ja, bei Affen im Prinzip genau das Gleiche. Ja, aber das ist natürlich dann schon sehr klug gewesen, dass Frauen das dann natürlich auch mit rotem Lippenstift, roten Fingernägeln und so weiter verbinden. Ja, dementsprechend, das passt schon. Ja, das kann schon definitiv sein, dass hier was Wahres dran ist. Aber also ich bin immer noch ganz fasziniert von diesem Profilbild-Hack. Ja, ich würde es wirklich Hack nennen, ja, also da wird ja der Algorithmus ganz wild ausgetrickst. Es gibt so ein, zwei Studien, die das zeigen, aber das reicht noch lange nicht, um zu sagen, dass dieser Tipp jetzt wissenschaftlich bestätigt ist. Schaden kann es aber natürlich trotzdem nicht. Ganz ohne Studien und ohne Wissenschaft würde ich persönlich sowieso sagen, seid einfach ihr selbst. Ja, der wichtigste Tipp, ja, insgesamt, sei du selbst. Auch wenn du ein total abgeranzter Lauch bist, der nichts auf die Kette bekommt, ist immer das Allerwichtigste, sei du selbst. Ändere nichts an dir. Entwicklung gibt es nicht. Ja? Eine bessere Version von dir zu kreieren und nach höheren Zielen zu streben, vielleicht auch bessere und kompatiblere Partnerinnen zu bekommen, ist Schwachsinn. Glaub diesen bösen Dating-Coaches nicht, die sowas erzählen, ja, sei du selbst. Jeder Topf findet irgendwann einen Deckel. Die eine wird schon irgendwann dir über den Weg laufen, insbesondere dann, wenn du nicht danach suchst, ja, merkst dir, ja. Ich habe zum Beispiel dieses, ich sag jetzt mal, sehr authentische Bild von mir hier auf meinem Date. Ihr seht es jetzt nicht richtig, also ihr Gesicht und ihre... Ja, jetzt kann ich das. Marc blendet das mal nochmal extra ein am besten. No. Man sieht halt einfach nicht viel drauf. Ja, weil sie halt gefühlt irgendwie eine ganze Pizza sich ins Gesicht hält. Ja. Dating-Account und bekomme total viel positive Rückmeldungen. Warum bekommt man als Frau wohl positive Rückmeldungen? Weil ja die Hypergamie reinknallt. Ja. Weil ja Männer als aktiver Part viel mehr anschreiben als Frauen. Aber. Was sag ich? Ich bin ja nur ein unwissendes Licht. Und dementsprechend als Mann hättest du so ein Bild, dann würdest du halt einfach gar nichts bekommen. Außerdem sieht man hier auch ganz wenig Proportion. Also sowohl hier jetzt mit ihrem großen Pulli, als auch vor dem fetten Stück Pizza sieht man ganz wenig Proportion. Dementsprechend, also sie hat sich schon auch sehr attraktiv darauf dargestellt. Auch so diese Feministenfrisur hat sie, glaube ich, auch nicht auf diesem Profilbild. Aber
die Pizza war doch echt geil. Mhm. Neben den Fotos hat auch der Profiltext einen Einfluss darauf, wie attraktiv man von den anderen wahrgenommen wird. Studienergebnisse zeigen, dass neben Rechtschreib- und Grammatikfehlern so Geheimnistuerei, so unter dem Motto, du musst schon selbst herausfinden, wie ich so drauf bin, ein richtiger Abturner sind. Auch Profiltexte, die super ausführlich oder sexuell anzüglich sind, kommen eher weniger gut an. Auf gar keinen Fall sexuell anzüglich ist. Und damit meinst du natürlich nur ja, die Männer. Ja. Versteckt eure Sexualität am besten komplett. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, jetzt mal Ironie off, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, also Rechtschreibfehler, ist ja auch wieder so der absolute Monster-Tipp. Ja, okay, jetzt war die Ironie nochmal ein bisschen an. Rechtschreibfehler ist ja klar, ja, aber dieses typische, oh ja, finde raus, wer ich bin, bla bla bla, ja, natürlich ist das Bullshit. Außer man ist vielleicht selbst auf der Suche nach unverbindlichem Sex. Ja, also, was ist denn das für ein Bullshit? Anzügliches ist grundsätzlich schlecht, außer man ist wohl selbst auf der Suche nach Sex. Aber Frauen sind ja in der Tendenz schon mal gar nicht so hart auf der Suche nach Sex, weil sie ja grundsätzlich eigentlich mal auf alles selektieren, ja. Das heißt, die gucken sich ja, sie treffen ja oftmals gar nicht die bewusste Entscheidung, ich will Sex haben mit irgendeinem, sondern das kommt ja dann meistens mit. Die meisten Frauen sagen alle, insbesondere wenn sie natürlich auch von der Freundin gefragt werden, was machst du denn auf Tinder? Ja, ich will einfach mal so gucken, ja, oder hey, ja, ich will einfach meine Follower auf Instagram erhöhen. Sagt man wahrscheinlich auch nicht, aber einfach so, ja, vielleicht ist ja einer dabei und so, ja, ich will auf jeden Fall was Ernstes eher, bla bla bla. Und am Ende wird selektiert und dann läuft es halt auf Sex raus und dann ist ja die Frage, ob es dann mehr wird oder nicht. Aber das liegt dann ja eher wieder in der Hoheit des Mannes, während in der Hoheit der Frau ja eher das liegt, ob Sex stattfindet. Und die meisten prüfen ja vor dem Geschlechtsverkehr schon, ob der Mann überhaupt geeignet ist, auch für was Längerfristiges. Ja, so ist es ja in der Regel. Naja. Übrigens, aber in einer Studie ist herausgekommen, dass 81% der Leute auf ihrem Online-Profil bei mindestens einer Angabe lügen. Besonders häufig wurde bei Gewicht, der Größe und dem Alter gelogen. Man muss aber fair sein, die Abweichungen waren hier meistens eher gering und sich ein bisschen schlanker und größer zu schummeln ist ja auch irgendwie noch vertretbar. Was allerdings in meinen Augen so absolut wirklich gar nicht geht, ist es beim Beziehungsstatus zu lügen. Es geht gar nicht beim Beziehungsstatus, kann man auch mal vergessen. In einer weiteren Studie ist nämlich herausgekommen, dass durchschnittlich jede vierte Person bei ihrem Beziehungsstatus lügt. Und auch bei Tinder sind einfach mal 43% der UserInnen bereits in einer... Der UserInnen? Ja, 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 ja. Da muss er hier auch inklusiv genug sein, ja? Um das Publikum richtig anzusprechen, ja. Beziehung oder haben mit irgendjemandem was Lockeres laufen. Und es geht ja auch gar nicht, dass man mit irgendjemand was Lockeres laufen hat und es nicht direkt in Tinder angibt. Schande über euer Haupt, ja. Natürlich müsst ihr sofort kommunizieren, wenn ihr hier mit einer Frau mal kurz zweimal rumgeknutscht habt, ja. Dann ändert euren Beziehungsstatus sofort ab. Sonst könnte es ja sein, dass hier es auch irgendwie irgendjemand dir auf die Füße fällt oder dass sich da jemand davon, keine Ahnung, gekränkt fühlt oder hintergangen fühlt. Auch wenn ihr keine monogame Beziehung habt. Allein mal, wenn ihr länger eine Frau angeguckt habt und das Gefühl habt, da gibt es so ein Vibe einfach, ja, dann ändert euren Beziehungsstatus. Wie könnte es auch anders sein, dass man das überhaupt noch sagen muss, Leute? So, Fotos sind hochgeladen, Profilbeschreibung passt erstmal. Jetzt noch das GPS anschmeißen und schon kann das Swipen losgehen. Wenn ihr aber denkt, dass euch wirklich alle Leute in eurer Umgebung angezeigt werden, Fehlanzeige. Tinder hat nämlich zum Beispiel bis vor einiger Zeit eure Fotos nach Attraktivität... Ja, das ist der Elo-Score. Den könnt ihr auf jeden Fall auch über mein anderes Video sehen. Ich blende euch mal das Tinder-Algorithmus-Video ein, da kommt dann auch noch ein paar Tipps. Natürlich nicht so qualitativ. ...gewankt und hat euch dann nur Leute angezeigt, die laut Tinder ähnlich hot waren wie ihr. Oberflächlicher geht's halt auch nicht mehr. Oh, nein. Heute soll der Algorithmus von Tinder allerdings angeblich weniger oberflächlich sein. Jetzt aber mal zu den inneren Werten. Woher soll man bei dieser riesigen Auswahl denn wissen, welche Person wirklich zu einem passen könnte?
Viele Datingportale bieten ein sogenanntes Matching an, um genau dabei zu helfen. Man beantwortet so persönliche Fragen wie zum Beispiel, hast du ein Problem damit, deine Zahnbürste mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin zu teilen? Leute, wer hat denn kein Problem damit, seine Zahnbürste mit seinem Partner zu teilen? Was mache ich hier? Also es gibt so Momente, wenn man so auf solche Videos reagiert, da fragt man sich ernsthaft, warum man nicht so was Bodenständiges gelernt hat, wie zum Beispiel Pudelfriseur. Ja, man steht dann da einfach und man hat mit dummen Menschen wenig zu tun. Oder Hundefriseur, vielleicht auch generell, muss ja auch entsprechend sich da die Kunden offen halten, auch entsprechende Zielgruppe, entsprechendes Angebot bieten. Und dann kommt da der Hund rein, der kläfft ein bisschen, aber man versteht sich dann gut mit ihm. Dann schnappt man den, tut ihn so ein bisschen abspülen und so weiter. Hat ein nettes Gespräch mit der Besitzerin oder der BesitzerInnen. Und dann gibt man den Pudel wieder ab. Alle sind glücklich. Man freut sich. Man hat am Ende des Tages was geschafft. Nice. Ich muss hier mit solche Brains hier Videos reagieren. Das ist einfach so. Es ist so beschämend. Es ist so krass. Teilen, ja. Und abhängig davon, wie andere UserInnen diese Frage dann beantworten, bekommt man einen individuellen Matching-Score angezeigt. Bei Parship gibt es zum Beispiel Matching-Scores von 60 bis 140 und ab einem Score von 100 wird empfohlen, den Kontakt mit der anderen Person dann aufzunehmen. Bei einem Matching-Score von 140 hat man dann wohl gerade sein Soulmate gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Dating-Plattformen wie Parship machen mit ihrem Parship-Prinzip super viel Geld. Wissenschaftlich belegt ist ihr angebliches Erfolgsrezept aber nicht. Ganz im Gegenteil sogar, Studien zeigen nämlich, dass sich Beziehungserfolg überhaupt nicht anhand der Passung von verschiedenen Eigenschaften zwischen zwei Menschen, wie zum Beispiel so Persönlichkeitseigenschaften, aber auch Bindungsstil vorhersagen lässt. Auch angebliche Partnerpräferenzen sagen am Ende nicht wirklich was aus, da Leute häufig gar nicht den Partner oder die Partnerin wählen, die zu ihren Präferenzen passt. Naja, weil ja die Dinge, die ist jetzt wieder ein bisschen ausholen, aber ist ja ganz logisch, ja, weil im Prinzip selektiert eine Frau ja auf bestimmte Kriterien einen Mann, ja, und die Kriterien können sich ja im Laufe der Zeit bei einer Frau ändern, ja, und der Mann entspricht dem oder entspricht dem halt nicht, ja, und dementsprechend kann es auch sein, dass eine Frau dann einfach der hypergame Zweifel packt und sie dann halt einfach sich einen anderen Monkey brancht, den sie vielleicht in der Friendzone hat oder sonstiges. Dementsprechend ist es ja logisch, dass so ein paar Eigenschaften überhaupt gar nichts aussagen darüber, ob das passt oder nicht. Ja, es gibt schon so ein paar Eigenschaften, die vorteilhaft sind für Komfort und Rapport, insbesondere wenn sie gleich sind. Ja, aber das heißt ja trotzdem nichts. Ja, insgesamt auf lange Sicht gesehen. Ja, weil vor allem, wenn es um Partnerschaft geht, geht es ja auch um die Zeit. Ja, und da kicken am Anfang eh die Hormone rein, dann ist man eine Weile zusammen und dann ändert sich, also dann kommt es ja darauf an, wie man auch mental gestrickt ist, was die Zukunft angeht und wie man, was man für Vorstellungen hat von der Beziehung. Will man ein Kind, will man zwei, will man irgendwo leben, will man eine Familie, klassisches Rollenbild, keine Ahnung. Das sind ja genau die Fragen, die sich dann halt ergeben und dann eigentlich ja auch ausschlaggebend dafür sind, wie es weitergeht. Auch das Alter spielt halt eine mega wichtige Rolle. Frau vor der Wall, Frau nach der Wall und so weiter und so fort. Aber gut, das darf man, kann man natürlich in so einem öffentlich-rechtlichen Rahmen halt auch nicht sagen, ja, weil da ja sofort der Shitstorm dann kommen würde. Wenn Emma und Paul also zum Beispiel einen Matching-Score von, sagen wir mal, 120 haben und Frieda und Jana einen Matching-Score... Emma und Paul und Frieda und Jana... Das waren aber jetzt nicht so die inklusive Namen hier. Score von 79, dann sagt es halt einfach mal gar nichts aus. Außer vielleicht, dass Emma und Paul es beide eklig finden, die Zahnbürste vom anderen zu benutzen. Irgendwelche Matching-Scores könnt ihr also wirklich komplett vergessen. Ob eine Beziehung funktioniert, hängt zum großen Teil auch einfach
von der Beziehung an sich ab, was man vorher ja gar nicht wissen kann bzw. planen kann. Außerdem spielen eher so total unkontrollierbare Sachen wie zum Beispiel finanzielle Probleme, Krankheiten, Unfruchtbarkeit und generell Stress eine Rolle für den Beziehungserfolg. Und auch finanzielle Themen. Auch wenn es dazu jetzt noch keine Studie gibt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ganze Corona-Krise für die ein oder andere Beziehung auch wirklich eine krasse Belastung ist. Also, hängt euch nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten auf. Wenn euch jemand sympathisch ist, dann swipet einfach nach rechts oder wenn möglich, kontaktiert die Person einfach direkt. Ob es zwischen euch dann passen könnte, das wird sich sowieso erst dann mit der Zeit zeigen. Man müsst außerdem auch relativ viel nach rechts swipen, weil anscheinend nur jedes 57. Match auch zu einem Date führt. Eine Studie, die ich demnächst gelesen habe. Yes, it's a match. Jemand, den ihr sympathisch findet, findet euch auch sympathisch. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, eine erste Nachricht zu schreiben und einfach mal Hallo zu sagen. Jeder, der von euch auch... Es macht auf jeden Fall Sinn, eine Nachricht zu schreiben. Ja, das halten wir mal fest. Ja, wenn man jemanden kennenlernen will. Meistens macht es der Mann, weil die Frau da ja sehr zurückhaltend ist, in aller Regel. Auf Tinder und Co. unterwegs ist, hat wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass viele Nachrichten leider einfach unbeantwortet bleiben. Männer antworten zwar häufiger als Frauen... Oh, Sexismus! Das kann man ja so nicht sagen, um Gottes Willen. Aber das ist natürlich klar, ja, weil Frauen ja eher zurückhaltender sind, eher kokettieren. Das gehört halt zum Game dazu bei Frauen. Ja, und bei Männern ist es halt so, dass sie... eher anschreiben. Sie müssen ja auch eher anschreiben, weil sie viel seltener angeschrieben werden. Aber trotzdem werden nur ca. 16% aller Erstkontakte überhaupt beantwortet. 16%. Das ist einfach mal weniger als jede fünfte Nachricht. Also, wenn man Online-Dating macht, ich weiß, dass viele jetzt hier auch auf das Video gekommen sind, weil sie natürlich Online-Dating-Tipps wollen. Aber ich kann euch nur eines sagen, ihr müsst ganz schön masochistisch veranlagt sein, wenn ihr Online-Dating machen wollt. Wenn ihr das seid, dann kann ich euch mein Buch empfehlen, ja, das ich da auch dazu mal geschrieben habe, wo auch natürlich nicht ganz so tolle Tipps drinstehen wie jetzt hier von dieser Dame, aber auf jeden Fall einige Dinge, die auch nicht ganz verkehrt sind, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, geht lieber raus auf die Straße, weil dort habt ihr einfach viel, 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 viel mehr Erfolg. Also ihr holt als Mann einfach viel mehr mit viel weniger Aufwand raus an der Stelle, ja. Deswegen verschwendet eure Zeit bitte nicht, ja. Wir gucken mal weiter. Nachricht. Schon krass irgendwie, oder? Klar, man hat keine Macht darüber, ob die andere Person dann am Ende antwortet oder nicht. Was man aber wirklich selbst in der Hand hat, ist, wie und vor allem, was man schreibt. In einer Studie von 2011 wurden Nachrichten zur Kontaktaufnahme analysiert. Es hat sich gezeigt, dass Nachrichten eher beantwortet werden, wenn in der Nachricht häufig das Pronomen du verwendet wird und seltener das Pronomen ich. Wenn man also nur so von sich erzählt, ohne auf die andere Person wirklich einzugehen und oder mal eine Frage zu stellen, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man keine Antwort bekommt. Außerdem hat man in der Studie ja, das ist auch wirklich nicht schlecht. Also solche Infos passen dann ja schon gut. Ja. ...gefunden, dass Frauen häufiger auf lange Nachrichten antworten als Männer. Wenn ihr also einen Mann anschreibt, dann haltet euch vielleicht eher kurz. Für uns Frauen dürfen es anscheinend 1-2 Sätze mehr sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr am liebsten so online angeschrieben werdet. Ich zum Beispiel freue mich immer über persönliche Nachrichten und kann diese 0815 Standardfloskeln wie Hi oder Hey, na, was geht? Halt einfach echt nicht mehr sehen, beziehungsweise... Als ob sie so zurückschreiben würde. Ich blende euch mal mein Online-Dating-Video ein. Da habe ich auch noch einige andere Aspekte dazu gebracht, warum Online-Dating scheiße ist und warum vieles schwierig ist. Ja. Dieses Anschreiben, klar. Aber es ist halt auch diese Ansprüche der Frau, ja, ich will dann noch so angeschrieben werden, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Das wird halt einfach durch diesen riesen Markt, der hier halt einfach auch entsteht, ja, wird es halt alles so verzerrt. Und dann hat man halt wirklich Mädels, die so dekadent und so hochnäsig sind, dass man halt dann da gar nicht, also nicht mal mehr auf sowas antwortet, weil man ja tausende von Nachrichten hat, weil jeder Mann quasi gefühlt jede Frau anschreibt sofort und alles matcht, was geht. Und dann entsteht natürlich dieser krasse Unterschied hier, dass Frauen halt das Gefühl haben, sie sind viel, viel mehr wert, als sie, eigentlich ihr Marktwert
tatsächlich ist. Und das ist natürlich mega, mega das Problem im Online-Dating. Aber wir machen einfach mal lesen. So, der erste Kontakt ist hergestellt, ihr versteht euch echt gut und unterhaltet euch über Gott und die Welt. Wann ist denn jetzt aber so der richtige Zeitpunkt, um sich zum ersten Mal persönlich zu treffen? Studien haben gezeigt, dass sich die meisten, die sich online kennengelernt haben und sich dann auch im echten Leben treffen wollen, sich innerhalb von ungefähr einem Monat verabreden. Man muss ja dazu sagen, einen Monat lang schreiben, was ist das für ein Aufwand? Und jedes 57. Match führt im Schnitt zum Date. Überlegt euch mal, was das für ein Aufwand ist. Ja? Da fallen euch die Fingerkuppen ab, wenn man das effizient machen will. Da geht man eine Stunde mal richtig auf die Straße, quatscht mal, was weiß ich, 20 Mädels an, ja, und hat dann direkt mal, wenn wir jetzt wirklich mit einer ganz, ganz schlechten Quote rechnen, ja, hast du dann 3, 4, 5 Telefonnummern und da springt auf jeden Fall 2, 3 Dates dabei rum oder raus. Beim Online-Dating schreibe ich einen Monat, ja, und dann treffe ich mich mit einer im Schnitt. Also selbst bei der Studie, also ich kann da wirklich nichts Gutes abgewinnen. Ich sag's euch, wie es ist. Wann jetzt aber so genau der beste Zeitpunkt ist, um sich das erste Mal zu... Ja, der beste Zeitpunkt ist so früh wie möglich, Leute. So früh wie möglich. Und wenn das Mädel rummacht und Faxen macht, dann einfach die nächste. Ja, einfach nicht mehr zurückschreiben, einfach vergessen. Weil es einfach voll der Abfuck ist, ewig lang zu schreiben und es kommt nichts dabei rum. Zu treffen, das ist natürlich super individuell und somit auch schwer zu sagen. Erstmal ist es natürlich super, sich über Nachrichten so ein bisschen kennenzulernen und vielleicht auch abzuklopfen, ob diese andere Person überhaupt zu einem passen könnte. Denkt aber dran, euch da jetzt nicht direkt so an Kleinigkeiten festzuhalten. Wie wir ja gerade gelernt haben, zeigt sich dann eh erst so beim eigentlichen Treffen und auch erst bei den späteren Treffen, ob es überhaupt passen könnte oder nicht. Zu lange sollte man dann aber auch nicht schreiben, bevor man sich das erste Mal trifft. Das Krasseste, was ich erlebt habe, ist, dass ein Teilnehmer von mir, sag jetzt natürlich keinen Namen, ist klar, dass der ein halbes Jahr lang mit einer geschrieben hat und sich trotzdem nicht getroffen hat. Ja, die haben sich Nudes geschickt und alles und es war wirklich sehr, sehr intim schon, aber sie haben sich einfach nie getroffen. Und sowas ist natürlich echt krass. In einer Studie wurden nämlich Dates von Leuten, die sich bereits nach 3 Wochen getroffen haben, durchschnittlich als positiver bewertet als Dates von Leuten, die sich erst so nach 6 Wochen getroffen haben. Die Versuchsteilnehmenden gaben an, dass sie Dates nach 3 Wochen unter anderem so gelassener und intimer empfinden als Dates nach 6 Wochen. Irgendwie ist es erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber die WissenschaftlerInnen erklären sich... WissenschaftlerInnen? Das so. Je länger man schreibt, desto toller stellt man sich dann die andere Person vor und desto größer ist dann auch die Erwartungshaltung an die andere Person. Sie meint, desto größer ist die Enttäuschung. So und an das Date. Wenn die Person dann aber nicht so ist, wie man sich die vorgestellt hat, weil ist sie halt eh nicht, dann ist die Enttäuschung natürlich erstmal groß. Ich muss sagen, ich habe wirklich, bei mir war das sogar so, dass ich teilweise, also es hört sich wirklich dumm an, aber ich bin ja hier auch Real Talk und ehrlich zu euch. In der Zeit, wo ich also jetzt nicht Pickup gemacht habe, sondern dieses Online-Dating auch versucht habe, in der Zeit, wo ich wirklich noch ziemlich jung war, da war es so, dass ich dann auch Profilbilder gesehen habe und da gab es dann, was weiß ich, 5 Profilbilder und ich habe wirklich mich selber belogen. Ich habe dann wirklich das hübscheste Profilbild angeguckt und dachte mir so, boah, so sieht die aus und habe da voll viel rein projiziert und dachte mir so, alle Wünsche, alle Bedürfnisse, die ich an eine Frau hatte, habe ich mir vorgestellt, dass das die Frau erfüllt. Und man hat natürlich geschrieben und es war so ein krasses Endorphingefühl. Jedes Mal, wenn sie zurückschreibt, boah, krass, hat sie mal 2 Tage lang nett geschrieben oder längere Zeit sich einfach Zeit gelassen für eine Antwort. Ich so, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? War meine Antwort jetzt irgendwie vielleicht schlecht? War dies und das, hat das nicht gepasst? Bin ich hier irgendwie auf die Füße getreten? Und dann kommt die Antwort wieder, oh, und wieder dieses Endorphin-Gefühl. Und so wie sie auch sagt, jedes Mal, wenn du dann diese krasse Projektion dann auch machst, dann wirklich Wochen und Monate schreibst, bevor man sich dann trifft, und wenn man sich dann trifft, dann mega enttäuscht ist, und feststellt, scheiße, das passt ja überhaupt nicht, ja, und so eine hätte ich vielleicht gar nicht angesprochen oder wäre mir gar nicht aufgefallen irgendwie und das passt überhaupt nicht mit dem Profilbild zusammen und sowas, dann sind das einfach, das ist so der Abfuck und man, also
es ist so verschwendete Lebenszeit, was mich das gekostet hat. Und man denkt sich dann einfach nur so, warum gibt man sich das? Ja, aber es passiert halt einfach so häufig und es ist in unserer Gesellschaft so üblich, weil man einfach dieses Ansprechen, diese Ansprechangst, der will man nicht ins Auge sehen. Man meint, das wäre so vermeintlich einfach über eine App ein bisschen zu wischen und zack, schon hat man die nächste Freundin und es ist einfach Bullshit. Es ist viel, 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 viel anstrengender, sowas zu machen und viel enttäuschender, als einfach auf der Straße mal eine anzuquatschen auf entspannt. Kommen wir noch zum letzten und auch zum wichtigsten Punkt, nämlich eurer Sicherheit beim Online-Dating. Und damit sind natürlich hauptsächlich Männer gemeint, ja, weil es gibt ja auch zum Beispiel hier die Morde, wo Frauen dann Männer auch mal hier kurz über die Klinge springen haben lassen. Ich blende euch da mal den ein oder anderen Link oder Artikel ein zu dem Thema, beziehungsweise Marc, kannst du ja vielleicht mal machen. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Aber wir sehen, dass das vielleicht hier nicht ganz so angesprochen wird, sondern natürlich hier, und es ist auch schon auch jetzt Real Talk, schon auch natürlich ein etwas heikleres Thema für Frauen. Die meisten Menschen, die man online trifft, sind super nett und respektvoll. Und ich möchte euch auch gar keine Angst machen. Trotzdem muss man halt echt ein bisschen vorsichtig sein. Das Internet ist nämlich voll von irgendwelchen Fake-Profilen, Stalkern. Sie hat Stalker gesagt und nicht StalkerInnen. Leute, Hass, der Hass ist auf dem Kanal. Ich werd verrückt. Stalker ist also ein Wort, das man nicht gendern muss. Spannend, 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 spannend hier. Und anderen weirden Menschen, die dich zum Beispiel Sex... Menschinnen, gender doch konsequent. Eieiei, immer diese nicht politisch korrekt. Sexuell belästigen, indem sie dir ungefragt Dickpics schicken oder... Ja, das ist natürlich, also, ja. Nacktbilder von dir einfordern. Zahlen aus Großbritannien... Also, ich sage euch eines, es ist natürlich ein Problem, wo federführend Männer trifft, wenn Dickpics von Männern geschickt werden oder Männer Frauen erpressen mit Nacktbildern. Natürlich ist das so. Ja, das muss man ja ganz klar sagen, dass es in der Häufigkeit so ist. Aber ich finde es halt schon witzig, wie sie versucht, dieses Thema so zu umschiffen, dass Frauen sowas gibt es auf gar keinen Fall bei denen, ja. Dass man dann auf der einen Seite inklusiv ist, auf der anderen Seite dann aber nicht, ja. Von 2017 zeigen, dass knapp 50% der befragten 18- bis 24-Jährigen... Aber jetzt geht's um Frauen, ja. Women have received a dick pic. They did not ask. Es kann ja auch Männer können ja auch dick pics geschickt bekommen, ungefragt, ja. Dann müsste man das ja auch eigentlich hier reinbringen. Mindestens schon einmal ungefragt einen Dickpic zugeschickt bekommen haben. Ja, man weiß ja den Kontext nicht. Es kann ja auch sein, dass sie vorher ein Nacktbild geschickt hat. Also das ist ja auch... Und das ist einfach nicht okay. Meldet solche Vorfälle unbedingt, entweder in der App oder direkt bei der Polizei. Aber es ist natürlich auch dumm, wer sowas macht. Also ganz ehrlich... Macht sowas nicht. Und zum Thema sexuelle Belästigung habe ich übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht. Den Link zum Video packe ich euch zusammen mit den ganzen Quellen in die Infobox. Seid bitte auch super vorsichtig bei den Informationen, die ihr so online über euch preisgebt. Wenn ihr aktiv bei Insta seid und zum Beispiel häufiger mal in der Story teilt, wo ihr euch gerade aufhaltet, dann überlegt euch bitte zweimal, ob ihr euer Insta-Profil mit der Dating-App connectet. Und das machen ja viele Frauen. Also das wird ja überhaupt nicht diskutiert oft. Weil viele, die haben ja ein privates Profil, ja, und melden sich dann in Tinder an und versuchen dann hier zu pushen, dass die Jungs dann ihr Insta-Profil folgen, weil das Insta-Profil dem Tinder-Profil entweder verlinkt ist oder halt gleich heißt. Und so suchen die ja oftmals dann auch Follower, um dann natürlich ihren sexuellen Marktwert zu pushen und zu demonstrieren. Boah, guck mal, ich so viele Männer habe ich in meiner Friendzone. Ja, deswegen, das ist auch, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr da nicht solche Tanten über den Weg lauft, die dann einfach nur quasi von euch wollen, dass ihr
Follows da lässt und dann gar keinen Bock haben, irgendwie mit euch was zu starten. Wollt. Auch beim ersten Date sollte man super vorsichtig sein. Ihr kennt es vielleicht, wenn man schon ein paar Tage mit jemandem geschrieben hat, dann hat man schnell mal so das Gefühl, dass man die Person schon voll gut kennt und lädt die Person vielleicht direkt zu sich nach Hause ein. Aber Achtung, genau dieses Vertrauen. Das machen ja die wenigsten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen sowas ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn die nicht völlig verblendet sind. Ne? Nutzen Leute. Und es macht auch keinen Sinn, weil wenn eine Situation entsteht, die so vertraut ist, mit nach Hause nehmen direkt, also dann könnt ihr davon ausgehen als Mann, dass da irgendwas bei der Frau nicht ganz stimmt. Ja. Die ist wirklich nicht gut mit einem Mann, schnell mal aus. Trefft euch deswegen bitte erstmal in der Öffentlichkeit, sei es auch erstmal nur für einen kurzen Spaziergang. Und sagt vor allem einer Freundin oder einem Freund Bescheid, wo ihr seid. Man kann zum Beispiel auch seinen Live-Standort bei WhatsApp während des Dates mit einer Person seines Vertrauens teilen. Ich finde es gerade mega, mega schön hier. Ja, scheiß drauf, wir brauchen jetzt keine Werbung hier noch. Ja, erzählt mal auf jeden Fall in den Kommentaren, liebe ZuhörerInnen, wie es bei euch aussieht, so Online-Dating-technisch. Macht ihr das noch, macht ihr das nicht? Habt ihr da noch Bock drauf? Und wenn ja, wie? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe jetzt hier mal wieder ein etwas kritischeres Video angeguckt, um einfach auch mal zu schauen, was so an Tipps da draußen rumgehen. Ich meine, einen wichtigen Tipp haben wir auf jeden Fall gelernt. Macht ein Profilbild rein, das erhöht die Chance, dass ihr ein Match bekommt und dass ihr schreiben könnt mit anderen. Ja, ansonsten teilen, liken, abonnieren, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis dann, euer Marcel. Macht's gut. Bis dann. Ciao.